Hallo, liebe Bastelfreunde! Zum Abschluss des Jahres gibt es noch ein Bella bastelt und da haben wir vom lieben Gerrit aus Bremen etwas ganz Besonderes bekommen. Und zwar ein Papiermodellbogen vom Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Da schaue ich mal, ob ich das hinbekomme. Ich habe mir jetzt schon alles bereitgelegt. Ich würde sagen, ich schneide jetzt erstmal alles aus und dann wird gebastelt. Hm? Auf geht's! Meine Güte, war das jetzt eine Schneidarbeit. Jede Menge kleine Fitzelchen und alles. Ja, okay. Gut, aber ich denke, ich habe jetzt alles. Zumindest sieht es so aus. Dann kommt jetzt das Falten und Falzen. Da muss ich mal sehen, wie das gemacht wird. Da sind überall so kleine Linien, gepunktete Linien, wo man entlang falten muss. Und da stehen Zahlen, wo man weiß, dass man weiß, welche Zahl man wo dran kleben muss. Gut, ich falte jetzt mal. Also jetzt mit Lineal hier überall lang falten und dann kleben. In die Fußballstadien ziehen, da kann ich es nicht lassen, mich zieht's zum Wetzel hin. Na, jetzt dürfte ich alles haben. Ah ne, hier muss noch gefalzt werden und dann kann ich anfangen mit Kleben. Gott sei Dank haben die das ja nummeriert. Ansonsten wäre ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Nichts kann uns stoppen. Wir geben niemals auf. Wir fallen, stehen auf, gehen immer weiter, gehen immer geradeaus. Unser Leben, unsere Liebe, wir verlieren gemeinsam und wir feiern Sieg. Bis in Betze, FCK ein Leben lang. Nichts kann uns trennen, nichts uns zerstören, egal was kommt, weil wir zusammengehören. Wir sind lauter, wir sind kein Leben lang, ein Leben lang. Ja, jetzt haben wir das Stadion tatsächlich hier stehen. Richtig hübsch geworden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. War teilweise echt anstrengend. Und ja, das mit dem Ankleben und mit dem Ausschneiden, mit dem Falzen, das war schon, ja, das hatte einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad, würde ich jetzt sagen, aber ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dieses kleine Video, wie ich hier das Fritz-Walter-Stadion aufgebaut habe. Und ja, ich habe gesehen, es gibt noch ein paar andere Stadien aus diesem Papiermodellbogen. Wenn ihr also Fan von einem anderen Verein seid, könnt ihr ja mal gucken, ob es da euer Stadion gibt. Und wenn ihr euch da tatsächlich so einen Bogen gekauft habt und das mal nachgebastelt habt, zusammengeklebt habt, könnt ihr ja mal gerne euch per E-Mail melden. Das würde mich wirklich freuen, wenn ich da eure Endergebnisse sehen würde. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video von Bella bastelt. Tschüss! Und das ist der Grund, weshalb so viele Leute im Stadion stehen und kotzen.